Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Wachstumschancengesetz im Bundesrat gebilligt. Nach Gesprächen mit dem Vermittlungsausschuss stimmte die Länderkammer mit großer Mehrheit für den Plan der Ampelregierung. Damit ist der Weg frei für die geplanten steuerlichen Entlastungen von Unternehmen und weniger Bürokratie für Firmen. Bundesrat berät außerdem Teillegalisierung von Cannabis. Die Ampelkoalition will mit dem Gesetz den Konsum, Besitz und Anbau in begrenzten Mengen erlauben. Die Zustimmung der Länderkammer ist nicht erforderlich, sie könnte heute aber den Vermittlungsausschuss anrufen. Einige unionsgeführte Länder lehnen das Vorhaben ab. Nahostreise von US-Außenminister Blinken. Bei Gesprächen in Israel heute geht es um die geplante Offensive in Rafah. Diese sei unnötig und ein Fehler, sagte er zuvor in Ägypten. Nötig sei eine sofortige Waffenruhe und die Freilassung der Geiseln. Dies hatten auch die EU-Staaten bei ihrem Gipfel in Brüssel gefordert. Warnung vor Wasserknappheit. In einem Bericht der Vereinten Nationen heißt es, derzeit sei die Hälfte der Weltbevölkerung betroffen. Der Mangel könne sich auch auf Gebiete ausweiten, wo Wasser heute scheinbar im Überfluss vorhanden sei. Um Konflikten vorzubeugen, rief die UNESCO bei grenzüberschreitender Wassernutzung zu Zusammenarbeit auf. Julian Schuster wird neuer Trainer beim SC Freiburg. Der ehemalige Kapitän soll den Bundesligisten von kommender Saison an übernehmen. Damit tritt er die Nachfolge von Christian Streich an, der seinen Posten nach 12 Jahren im Sommer abgeben will. Das Wetter? Heute von Norden dichte Wolken mit Regen, danach am Nachmittag noch etwas Sonne. In der Mitte und im Süden bei einem Wechsel aus Sonne und Wolken trocken. Höchstwerte 9 bis 21 Grad.